Okay, ich ist nochmal ein Versuch. Das ist die Ruth Aschelier, dein Coach für mehr Lebensqualität. Und ich hatte heute Morgen meine Lebensqualität auch so ein bisschen schwankend. Amtsschimmel und dann die Technik. Okay, also heute mein Thema Schule und Elternhaus. Dauerstress oder Bereicherung. Und das im Zusammenhang mit dem Jahr jetzt dem Schulanfang. Und glaubt mir, ich bin keine Theoretikerin, überhaupt nicht. Ich mag es sehr pragmatisch und klar. Und eins nehme ich gleich vorweg, Stress fängt zu Hause an. Und man kann definitiv alles übertreiben, ist egal in welche Richtung. Seien das die Eltern, Helm, Rückenpanzer und Handy reicht nicht ganz für die Erziehung. Und die Lehrer, so alles nach Punkt und Komma und Strich, naja, auch nicht. Ich habe Kundschaft aus allen möglichen Schichten. Nicht Schichten von Werten, sondern Lehrer und Eltern und Kinder und Geschäftsleute. Ein Mensch bleibt immer ein Mensch. Und hier soll es wirklich um die Chancen für dein Kind gehen oder deine Kinder. Und glaub mir, ich bin in einer Familie aufgewachsen mit 5. Ich habe selber eine Tochter. Das war nicht immer ganz einfach. Wir haben uns auch gerieben und das nicht schlecht. Ich habe 3 Enkelkinder, total stolz drauf. Und auch die mussten lernen, wir lernen heiß, anfassen, dann brennt's. Kalt in Florida, die musste blaue Arme haben bis hier oben, bis sie gemerkt hat, was wirklich kalt ist. Und wenn ich sage, ich bin keine Theoretikerin, ich bin auch nicht altertümlich oder sage, früher war alles besser, war es ganz bestimmt nicht. Aber eins sage ich euch, die Kinder, auch heute, die wissen ganz genau, Spielregel zu Hause, bei der Oma, bei den Nachbarn, in der Schule, die wissen ganz genau, wie, wo, was, wann. Also bitte stellt eure Kids nicht unter den Scheffel. Rennt nicht wegen jeder Kleinigkeit in die Schule. Das bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, ihr streitet, hier ist der Lehrer, hier die Eltern und dann kommt das hier so. Und unten stehen die Kinder, die wissen nicht, wie ihnen geschieht. Macht es bitte nicht. Ja? Wenn ich euch einen Hinweis, ich sag's euch, lernt die Access Bars kennen. Und die Access Bars, die bringen so eine Leichtigkeit, so viele Möglichkeiten für alle, für die Schule, für zu Hause, ganz besonders für die Kinder, weil die werden ja heute, wenn es nicht gerade so geht, wie die Eltern sich das vorstellen, dann gibt es einen Knatsch. Das Kind steht immer mittendrin. Was ist so schlimm dran, wenn es 2 und 2 nicht einfach so zusammenzählen kann wie alle anderen? Was ist, wenn sein Schreiben halt nicht so ist? Ich war ein Katastrophenlegastheniker. Ich mache heute noch viele Fehler. Und wenn mich jemand darauf aufmerksam macht, sage ich immer, ah, der hat gelesen, was ich geschrieben habe. Versucht, eure Kinder ernst zu nehmen. Gebt ihnen die Chance. Lasst sie in die Schule laufen. Weil bitte, wann haben wir jetzt ganz genau über die Lehrer, über die Mutter, über sonst was gequatscht? Auf dem Nachhauseweg, oder? Gebt den Kindern die Möglichkeit, selbst ihr Sozialleben zu erleben und nicht karrt sie von einer Ecke zur anderen. Überfordert sie nicht mit jeden Abend irgendwo anders. Gebt euren Kindern die Chance, erwachsen zu werden auf ihre Weise. Und in der Schule weiß ich einfach von vielen Lehrern, dass mindestens von 25 Kindern 5 und mehr Ritalin bekommen. Warum? Warum muss man den Kindern die Banane verbieten, die sie eigentlich beruhigen würde, aber dafür Ritalin geben? Sorry. Nur damit sie ticken, wie wir Erwachsenen uns das vorstellen?
Vergiftet ihr eure Kinder oder respektive eure Haustiere so? Nein, oder? Und wenn immer irgendwas Neues auf den Markt kommt von der Pharmaindustrie, dann zack. Und dann haben wir hunderte, tausende von Kindern plötzlich irgendeine Diagnose, irgendein Label am Hals, der ist so und so. Und damit, ich kann es euch nicht alles erklären, aber hier gibt es ein wunderbares Buch dazu, das ist vom Beobachter, wenn die Kinder aus der Reihe tanzen. Es gibt keine Schablone und das Leben kommt nicht einfach zack mit einer Anleitung, so und so und so ist das zu tun oder so ist das zu erledigen. Man muss es erleben. Und wie ich zu Anfang gesagt habe, Stress fängt zu Hause an. Und damit das ein bisschen runterkommt, mache ich zum Beispiel in Dottikon Aargau im Oktober einen Vortrag Familienrat, mehr Demokratie, einfaches Zusammenleben. Gerne auch für euch. Adresse reinschreiben, mir eine persönliche Nachricht und ihr bekommt, wo ihr euch anmelden könnt. Da ich das Video jetzt, glaube ich, zum dritten Mal starte, weil irgendwas mit der Technik nicht stimmt, muss ich mal kurz gucken, was wollte ich euch noch sagen. Genau. Die Access Bars, habe ich, glaube ich, schon oft davon erzählt. Das ist eine meiner Tools. Das ist mein Zaubertools. Und ich sag's euch, die Kinder, die lieben das. Die sind in 20 Minuten von oben ganz ruhig. Sie können sich entfalten, was für das Kind wichtig ist. Nicht für uns, für mich, für dich, sondern das Kind. Lass die Kinder Kinder sein. Lass sie sozial Leben erleben. Lass sie streiten, wenn sie das brauchen. Das brauchen, das haben wir doch auch gemacht. Wir haben uns gezofft und eine Viertelstunde später waren wir wieder zusammen. Heute gibt es Thema Mobbing, das ist einmal ein anderes Thema, was da so alles abgeht in der Schule. Aber bitte, rennt nicht wegen allem dahin. Nicht Schuldige suchen, der Lehrer oder die Schule oder das Amt oder was auch immer. Versucht es miteinander. Und diese Access Bars, ich tue euch unten einen Videolink reinmachen. Und zwar ist das Beyond Words. Und da ist eine Kollegin in Australien, die auch damit arbeitet, der Delaney Delaney. Und sie hat einen Sohn, der ist Autist und hat das Down-Syndrom. Und wie sie wieder in die Gesellschaft zurückgefunden hat, in das soziale Leben mit ihm, dank den Bars. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was es mit uns macht. Ich weiß nicht, ob ich vor ein paar Jahren so ruhig hier gesessen hätte und zum zigten Mal das Video gestartet. Ich hätte mir wahrscheinlich die Haare gerauft. Mit diesen Access Bars, das Bewusstsein, das Klarheit schafft, ist alles so viel einfacher. Ich mache euch ebenfalls nachher noch einen Link unten rein zu dem Clearing Statement, das ich euch jetzt geben möchte für das Wochenende. Was alles dich jetzt blockiert, alles, was es möglich, nicht möglich macht, was dich limitiert, dass du annehmen kannst, dass du genießen kannst, dein Leben in deiner Familie, in deiner Umgebung so zu leben, wie du es möchtest. Möchtest du das alles zerstören und kreieren? Ja? Dann Ride and Round, Gutenberg, Poppenpot, All Nine, Shorts, Boys and Beyonds. Und in diesem Sinne ein wunderschönes Wochenende und sorry für die Verspätung. Beim Fernsehen hätten sie uns, boah, ich weiß nicht was gemacht, wenn ich ankündige 11.30 Uhr und es kommt dann 14.30 Uhr. Okay. Macht nichts, oder? Nein. Wie sagt Gary? Du kommst zu spät. Warum? Weil ich es kann. Bye, bye. Schönes Wochenende. Das war wieder die Ruth Achillier-Foser, dein Coach für mehr Lebensqualität.